Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen im Video auf meinem Kanal, auch hier nochmal. Ich hoffe, es hängt gar nichts, ich hoffe, das bleibt alles flüssig, ne? Ich hatte Probleme mit meinem PC, hoffe, dass das jetzt so ein bisschen klar geht, ne? Wenn es irgendwo ruckelt, dies oder das, dann tut's mir leid, wir reagieren auf Nemo, you know, heißt der Song. Ich muss sagen, letzte Woche von Nemo haben wir auf Down reagiert, das war ein sehr, sehr wichtiger Song, auch nochmal hier gegen Mobber, was man tun sollte, wenn man gemobbt wird, einfach reden. Also das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Song. Hat mir auch richtig gut gefallen, dass nochmal Rap mit so einer wichtigen Message, ja, gemixt wurde. Fühle ich immer. Und ja, wir gehen jetzt erstmal in die Infobox. You Know ist produced by Psy und Air Sonic. Mixes von Niklas Neumann, Mastering auch. Video bei MG. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ah man, Nemo ist auf jeden Fall am Start, Leute. Wir sind auch am Start. Perfekt. Man merkt, es ist ein bisschen schon zu spät. Wir haben gleich 2:30, oder? Ja. Let's go. Okay. Wenn ich schon diesen verwirrten Nemo sehe, ne, dann kann es nur gut werden. Dann kann es nur gut werden. Ein Nemo, der in seinen Songs schreit. Müsst ihr wissen, das sind die besten Songs. Wenn Nemo schreit, immer gut. Immer gut. Okay, das war so ein unerwarteter Einstieg. Der kam irgendwie so plötzlich zu früh. Ich dachte jetzt erstmal noch, dass ich so ein bisschen den Beat höre. Aber okay. Wie gesagt, bis jetzt kann ich noch nicht viel sagen. Bin auf den Drop gespannt. Auf die Drums, wenn die reinkommen, dann weiß man so mehr. Wenn die Bitch nach Daddy ruft, Meeting at 10 o'clock. Treff mich allein, you know. Mit Panna zum Breakfast, ja. This is a business talk. Mhm, okay. Beat hört sich sehr interessant an, aber erster Eindruck war direkt positiv. Positiv, ich muss ehrlich sagen. Positiv überrascht wie Corona-Tests, ne? Ne, aber lass mal weiterhören. Hey, diese höheren Frequenzen gerade im Beat. Ich weiß nicht, wieso mir das gefällt mir gerade. Keine Ahnung, warum. Aber es ist, keine Ahnung, geht auf jeden Fall klar bis jetzt. Ist auf jeden Fall immer noch zu früh, aber geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Deinen gottverdammten Gucci-Gürtel los, häng dich auf. Sag, wer bin ich überhaupt, dass ich mir über deinen Namen einen Scherz erlaub? Will doch nur zu den Sternen rauf, denn ich halte es für mich. Das Ding ist, für mich ist Nemo, was Deutschrap betrifft, eine Bereicherung. Jetzt würden jemand, der jetzt Nemo nicht so feiert, würde sagen, nee, guck mal, was er macht, voll komisch, warum macht er das und dies und das? Das würde man direkt so abweisen. Ich würde ihn nicht so machen, nee, ich würde einfach wirklich sagen, Nemo ist für den Deutschrap-Mainstream einfach viel weiter voraus. So, wenn ihr so auch diesen Drill-Song mit Dardan hört, du denkst dir, hä, was ist das und alles, ne? Aber Bruder, in 2 Jahren würden Leute sagen, hä, warum habe ich es damals nicht gefeiert? Nemo ist, finde ich, viel weiter voraus als der Mainstream. Keiner steckt in meiner Haut, das Böse steckt in meiner Haut, das Gute steckt in meinem Auge und in meinem Herzen, deshalb hab ich zu oft vertraut. Ach oh, bin zu oft gefallen, aber der Champ. Bin zu oft gefallen, ach oh, Digga, er fühlt richtig seine Musik. Er fühlt so hart seine Musik, das habe ich auch bei Down gesagt. Alleine stimmlich, nur Mimik und Gestik vom Video, du merkst wirklich, wie er seine Musik fühlt. Er ist wirklich komplett dabei. Geil. Also mach. Geil, 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 geil. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich kann nicht schreien, weil wir haben gleich 2:30. Aber was ich meine ist, wenn du Nemo in einem Song schreien hörst, ist es meistens immer ein sehr guter Track von ihm. Echo. Nemo am Schreien und Töne am Langziehen. Ah, Bruder, was willst du mehr? Sag mal ehrlich, was willst du mehr? Nichts, oder? Passt doch. Also, hör mal weiter.
geht einen Ticken zurück und drückt auf Play. Man merkt wirklich, dass er Spaß hat. Und wenn er Spaß hat und fühlt, dann fühlst du als Zuhörer auch, weil wenn ein Künstler, du merkst es, wenn er fühlt oder nicht. Ob er einfach nur trocken dabei ist, um irgendwie Spotify Sound zu machen, ne, irgendwie. Aber wenn er fühlt, du hörst es an der Stimme und du siehst es auch am Video oft. Du hörst es und siehst es. Dein Konzert ist tot, Stimmung wie bei einer Beerdigung. Keiner holt sich ein Ticket und sagt, nach deiner Show, es hat sich für mich sehr gelohnt. Du wirst dich ernst genommen, sorry, nein, du bist... Okay, jetzt hier wird nochmal ein paar Fronts rausgehauen an... Ja, an die Rapper-Kollegen, Kolleginnen, die langweilig sind in ihren Clubshows. Da fällt mir so eine Line von K1 ein an Shindy damals. Shindy, so lustlos, du Hypnotiseur, die Leute schlafen ein bei deinen Clubshows. Du bist kein Gangster, Bro, du bist ein Gott, verlassener Hurensohn, der nach Nasen auf Gangster tut. Mimo ist abgehoben, schau von dem Mund auf die Erde, Bro. Geil, ich muss sagen, jedes Mal, wenn er schreit, fühle ich. Ich fühle das richtig, er hat eine stabile Schreistimme. Nemo ist auch ein sehr krasser, vielseitiger Künstler. Weil er macht diepe Sachen, er macht Sachen mit Message, er macht aggressive Sachen. Aber er macht auch, wenn er will, macht er so beweglichere Sachen auch. Vor allem mit Capo bei Capimo, ne? Ja, ich hab jahrelang zu viel von meiner Energie abgegeben, damit ist Schluss. Ja, ich mach's immer noch, denn ich kann's immer noch, warte so lange machen, wie ich muss. Oder dieses E-Gitarren-Solo, was da gerade reinkommt. Ja, also... Macht er gut, oder? Oder? Ich muss auf Stopp drücken, Bruder. Ich muss auf Stopp drücken, weil... Er sieht so aus, als würde er uns jetzt einen Kuss geben. Hilfe, wo hab ich denn pausiert? Sieht das nicht so aus? Ich hoffe, er gibt so einen Kuss jetzt Richtung Kamera. Nein, aber ich glaube, er wird jetzt ausrasten. Ich glaube, er wird jetzt ausrasten. Ich bin da, genau. Gib dem Mann den Spark, genau. Spaß mit Geld, genau. Wird für den Moment, genau. Ab und zu zu dein, ab und zu bin ich... Aber auch dieser Stimmwechsel, Bruder. Er schreit... Ne? Erstmal er schreit, dann ist er auf einmal zwei Lines später ruhig, dann schreit er später wieder. Dieses Auf und Ab. Geil. Melodie gefällt mir auch. Also wo... Besonders die Stellen, die zwei Stellen in der Hook, wo er schreit, finde ich richtig gut. Die Hook gefällt mir. Okay, also sind wir jetzt hier, neigen uns dem Ende zu. Meiner Meinung nach ist das wieder ein abgeliefertes Ding von Nemo. Ist ein stabiles Ding. Er hat es einfach drauf. So. Wunderschön, diese Geige. Auch bei Down kam so eine ruhige Stelle mit der Geige, ne? Und er passt sich so schön an, den Instrumenten im Beat. Er passt sich richtig schön an. Okay, ey, Leute, hat mir richtig gut gefallen. Nur Lob, heute ging raus. Das war's. Macht's gut, passt auf euch auf. Haut rein und ciao.